Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem es diesmal nicht um Stoffwindeln, sondern um Produkte für eine alternative Monatshygiene geht. Was meine ich denn damit? Alternative Monatshygiene. Das sind einfach Produkte, die wiederverwendbar sind. Entweder Stoffbinden, sogenannte Schwämmchen oder aber auch Menstruationstassen. Wir Frauen, wir haben über viele Jahrzehnte hinweg unsere Periode, unsere Menstruation. Es ist einfach über Jahrzehnte, bluten wir in jedem Monat über mehrere Tage. Und damit wir dann eben unser Leben einigermaßen, ja, alltäglich gestalten können, haben Frauen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Methoden gefunden, damit sie eben dann, damit das Blut nicht einfach nur die Beine runterläuft, sondern ja, Moos verwendet, irgendwelche Stoffe dann. Und dann kamen eben zum Beispiel in den 30er Jahren schon die ersten Menstruationstassen auf den Markt. Das ist also doch schon sehr viel länger, als manche das so vermuten, also fast 100 Jahre schon alt. Ja, und es wurde dann aber immer populärer, so Watte zu verwenden oder Zellstoffbinden. Das sind dann die heutigen Binden, die dann, also früher riesig groß waren, diese Sachen, die sind jetzt mittlerweile so klein. Oder eben auch Tampons, die in den letzten 40, 50 Jahren auf den Markt gekommen sind. In den letzten Jahren haben aber sich immer mehr Frauen entschlossen, davon wieder Abstand zu nehmen, von diesen Einwegprodukten. Und darüber, über die Gründe und warum es jetzt doch wirklich sich lohnt, mit dem Thema alternative Monatshygiene mal zu beschäftigen, darüber möchte ich jetzt mit dir in diesem Video reden. Der Punkt 1 ist ein gesundheitlicher Grund. Der wird nicht gerne von der Industrie der Einwegprodukte gehört. Es wird auch bestritten, dass es dort Untersuchungen gibt. Okay, dann lassen wir mal das Thema wissenschaftliche Studien beiseite. Aber ich möchte euch gerne erzählen, was ich wiederum von ganz vielen Frauen wiedergespiegelt bekomme und auch von immer wieder auch lese und höre. Das ist für sehr viele Frauen angenehmer, zum Beispiel eine Stoffbinde zu verwenden, als ein Einwegprodukt. Warum? Weil die atmungsaktiver sind. Die sind wesentlich atmungsaktiver. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, hier sind keine Duftstoffe drin. In den allermeisten Einwegprodukten, wie zum Beispiel diesem Ding hier, das mir jetzt echt schon wieder die Schleimhäute reißt, sind Duftstoffe drin. Und die sind nachgewiesenermaßen nicht gesund. Du kannst dir ja auch vorstellen, dass so eine reine Baumwolle sich unglaublich gut an der Haut anfühlt, im Gegensatz zu einem solchen Produkt, das keine Baumwolle enthält oder höchstens ein ganz, ganz dünnes Baumwollvlies obendrauf, darunter dann eben irgendwelche chemischen Bestandteile und darunter wiederum eine Klebeschicht, eine Schutzschicht aus einem dünnen Kunststoff. Und das ist dann teilweise extrem unangenehm und schwitzig auf der Haut. Dann kannst du sehen, wie dünn so eine Verpackung von einer sogenannten Tagbinde ist für eine mittelstarke Blutung. Die ist sehr, sehr dünn. Das heißt, hier sind aber auch Superabsorber drin. Also wie du siehst, besteht jetzt hier so eine solche Binde aus mehreren Schichten Müll. Einmal aus einer Außenverpackung, dann eben hier eine kleine Verpackung. Da ist eine Folie, die gleichzeitig eben auch dazu dient, hier diesen Klebestreifen freizulegen. Hier ist nochmal ein zweiter Klebestreifen. Das ist zum Beispiel hier dieser blaue Bereich. Das ist ein spezielles Material, Gel, das eben sehr viel aufsaugen kann an Flüssigkeit, dass das dann bindet. So, aber das ist reine Chemie. Und auf diese Bestandteile, die in einer solchen Binde drin sind, reagieren viele Frauen. Diese Frauen haben dann eben oft ein verstärktes Schwitzgefühl, sie empfinden Juckreiz, die Schleimhäute werden dadurch dann eben auch angegriffen, sie haben auch teilweise Rötungen, fühlen sich wund. Pilze, Bakterien haben es einfacher, sich dann an den Schleimhäuten anzusiedeln und es kommt dann sehr viel öfter zu Infektionen. Und es gibt viele, viele Frauen, die berichten, wenn sie dann gewechselt haben, entweder auf eine Stoffbinde oder auf eine Menstruationstasse, dass sie diese Probleme dann eben nicht mehr haben. Der nächste Vorteil, der liegt ja total auf der Hand. Es ist nämlich auch teuer. Es ist auch teuer für dich auf die Dauer.
Viele verspüren das erstmal nicht so im Portemonnaie, denn es gibt ja wirklich sehr preisgünstige Tampons und Binden. Es gibt auch sehr viel teurere. Aber es fällt halt monatlich an und dadurch fällt es vielen einfach nicht auf. Doch im Laufe der Jahre summiert sich das zu einer ganz ansehnlichen Summe. Und in dem Zeitraum hättest du auch schon einen großen Stapel an Stoffbinden oder mehrere Menstruationstassen kaufen können, die du dann eben verwendest. Das heißt, wenn du Stoffbinden oder Menstruationstassen oder Schwämmchen verwendest, sparst du auch noch dein Haushaltsgeld. Ja, es gibt Zahlen, die schwanken sehr stark, aber so im Durchschnitt ungefähr 11.000 Stück an Binden oder Tampons verwendet eine Frau im Laufe ihres Lebens. 11.000 Stück. Das heißt, 11.000 Mal wird dieses Teil dann benutzt und weggeschmissen. Du kannst dir vorstellen, das ist einmal in der Produktion schon sehr aufwendig. Du brauchst immer wieder Rohstoffe, um diese Dinge zu produzieren. Sie müssen dann abgepackt werden, also wieder Verpackungsmaterial. Sie werden in die Läden transportiert, das heißt, da sind dann große, immer wieder Weitertransporte erforderlich und du musst sie dann einkaufen und dann schmeißt du sie weg. Das heißt, da ist auch noch mal wieder ein Entsorgungsvorgang, der da stattfindet, der ist auch wieder aufwendig. Ein nächster Punkt ist der Punkt der Unabhängigkeit. Vor Zeiten von Corona war es ganz klar, die Unabhängigkeit besteht einfach darin, solltest du am Sonntagabend irgendwie feststellen oder Sonntagmorgen, dass deine Tamponschachtel leer ist und du müsstest jetzt irgendwo eine Notapotheke oder Tankstelle jetzt aufsuchen, damit du dir noch was verkaufst. Bei Stoffbinden bist du da unabhängig. Du greifst einfach nur in die Schublade und hast deine saubere Stoffbinde dort. Oder wenn du in Urlaub fahren möchtest, du kannst jedes Mal deinen Wohnwagen schon voll mit deinen Stoffbinden packen, mit einem Ersatzpack und hast sie dabei und musst nicht jedes Mal dran denken. Ja, jetzt haben wir aber Corona und da kommt noch ein anderer Punkt dazu. Es haben viele gemerkt, dass bestimmte Produkte in den Supermärkten und Drogeriemärkten ausverkauft waren. So, und das heißt, sie müssen nicht nur in die eine Drogerie oder in den einen Supermarkt gehen, sondern ein zweites oder drittes Geschäft aufsuchen. Wir wissen jetzt alle, wir müssen Abstand halten. Das heißt, es dürfen gar nicht so viele Leute ins Geschäft. Wir müssen Abstand an den Kassen halten. Der gesamte Einkaufsvorgang dauert länger. Wir wollen vielleicht nur in einen Laden gehen, um unsere Einkäufe zu erledigen. Wenn es das Produkt dort nicht gibt, muss ich einen zweiten Laden aufsuchen. Es hat also wirklich einen ganz praktischen Nutzen und es ist wirklich deine Unabhängigkeit, wenn du wiederverwendbare Produkte benutzt. Ja, damit haben wir jetzt also schon die allerwichtigsten Punkte halt abgedeckt. Du bist unabhängig, du sparst Geld, du ersparst dir sehr viel an Müll, du schonst wirklich damit auch deine Umwelt und die Ressourcen und es ist sehr, sehr viel angenehmer und schon auch besser für deine Haut als eben Einwegprodukte. Jetzt noch ein paar Punkte zur Verwendung von diesen Mehrwegprodukten. Es ist ganz klar, ein Schwämmchen oder eben eine Menstruationstasse, die werden nur zu Zeiten der Menstruation verwendet. Ne, das ist ganz klar. Stoffbinden jedoch werden in vielen Fällen nicht nur während der Menstruation, sondern ja, als Slip-Einlage täglich verwendet, gerade wenn es eben sehr heiß ist und die Frauen sich eben öfter mal frischer fühlen wollen und dann zwischendurch die Slip-Einlage wechseln oder sie machen Sport und schwitzen. Die kleinen Slip-Einlagen, die bieten sich auch wirklich für jeden Tag an. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, das ist jetzt eine besonders kleine. Die ist dann auch sehr angenehm für viele Frauen, die unter Ausfluss leiden aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel während der Schwangerschaft. Da können die dann eben auch gut benutzt werden. Aber auch in Fällen von Blasenschwäche kann auch eine Stoffbinde verwendet werden. Da kommt es natürlich darauf an, wie stark diese Blasenschwäche ist in den ganz schwachen Fällen, wo das nur irgendwie bei Belastungen stattfindet, wie beim Sport, beim Lachen, Husten, Hüpfen. Da reichen dann die normalen Tagbinden aus. Wenn es dann doch stärker ist, dann müssen größere und dickere Binden verwendet werden. Aber auch das geht. Was sind denn jetzt so die gängigen Vorurteile gegen die Mehrwegprodukte? Das eine ist, das ist ja total umständlich. Ja, natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, sich mit einer Menstruationstasse auseinanderzusetzen und erstmal zu üben, wie sie gefaltet wird, wie sie eingeführt wird. Die Art der Einführung ist für viele Frauen schon sehr ungewohnt. Aber das ist eine kurze Übungszeit
Und dann gewöhnst du dich daran und dann kannst du sie verwenden. Das Gleiche gilt auch für die Schwämmchen. Auch das ist etwas, was ungewohnt ist, denn der Tampon wird reingeschoben, wieder rausgeholt, weggeschmissen. So, ein Schwämmchen oder eine Tasse wird eingeführt, dann wird es rausgeholt und dann wird es gereinigt. Das ist natürlich ungewohnt. Da ist natürlich das Blut drauf. Und ich glaube, gerade mit dem Thema des eigenen Blutes haben viele Frauen ein Problem. Und das, ja, das ist schade, weil es ist nichts Schlimmes. Das gehört zu unserem Leben dazu. Zu unserem Leben als Frau gehört die Periode dazu, da gehört das Blut dazu. Es ist Bestandteil von uns. Und ja, dann wird das eben ausgewaschen. Fertig. Und das ist auch bei den Stoffbinden so. Das ist, glaube ich, so der größte Faktor, warum Frauen sagen, ah, das ist ja eklig, weil eben das Blut hier drauf ist. Nun ja, aber was ist denn, wenn du jetzt mal überrascht wirst von deiner Periode und hast dann in deiner Unterwäsche das Blut? Schmeißt du die Unterhose dann sofort weg? Ich glaube nicht, du wäschst die ja auch aus. Es wird einfach, diese Stoffbinde wird so angewendet wie eine Einwegbinde, nur dass sie eben danach nicht weggeschmissen wird, sondern sie wird, wenn du unterwegs bist, zusammengefaltet und zu Hause faltest du sie wieder auf und dann kommt sie in die Waschmaschine und wird gewaschen. Du kannst natürlich noch ein Fleckenmittel drauf machen. Ich würde dir auch empfehlen, die Binde so schnell wie möglich auszuwaschen, das Blut nicht so lange trocknen zu lassen. Aber dann wird sie gewaschen, getrocknet und dann ist die Binde auch schnell wieder verwendbar. Und nein, die Stoffbinden riechen auch nicht. Das ist auch so ein Punkt, wo viele dann so denken, ach, wenn ich das im Badezimmer dann lagere, dann riecht das. Das tut es nicht, denn hier fehlen die Duftstoffe, es fehlen diese chemischen Mittel, die da drin sind. Das ist einfach nur Stoff mit Blut drauf und das riecht nicht. Ja, also das kannst du dann ruhig ein paar Tage im Badezimmer lagern und dann wird es gewaschen. Über das Thema der unterschiedlichen Stoffbinden, über die Größen, über Stoffe, über wirklich noch ein paar praktische Tipps und Tricks, mache ich demnächst noch mal ein eigenes Video. Zum Thema der Schwämmchen gibt es noch zu sagen, es sind Naturprodukte, die werden ja aus speziellen Schwammfarmen quasi geerntet. Sie werden gereinigt und dann kommen sie in den Verkauf. Die Schwämmchen werden vor der Anwendung angefeuchtet. Und dann benutzt du sie und danach wird es wieder ausgespült. Und wenn die Periode zu Ende ist, dann solltest du das Schwämmchen auch nochmal über Nacht in Essigwasser liegen lassen, gründlich ausspülen und dann an einem luftigen Ort, in einem luftigen Beutel liegen lassen und dann kannst du sie beim nächsten Mal wieder verwenden. Menstruationstassen gibt es übrigens in vielen verschiedenen Formen, Farben. Es gibt sie auch aus unterschiedlichen Materialien. Die meisten Menstruationstassen sind aus Silikon gefertigt. Ja, das ist aber eine ganze Menge noch über diese Tassen zu sagen und darüber würde ich dann auch noch mal gerne ein eigenes Video machen. Ich hoffe, dass dieses Video dir jetzt mal aufgezeigt hat, warum du dich mit diesem Thema der alternativen Monatshygiene auseinandersetzen solltest, dass du jetzt ein bisschen mehr weißt und vielleicht schaust du dir ja demnächst dann auch mal das detailliertere Video über die Stoffbinden an. Bis dahin wünsche ich dir noch einen guten Tag oder eine entspannte Nacht. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ja, das ist jetzt also die Binde, die wir uns gerade angeguckt haben. Und ich spüre schon so ein Kratzen im Hals. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern hier von diesem Duftstoff. Das duftet wirklich sehr intensiv. Ich finde das sehr unangenehm. Mein ganzer Raum hier riecht jetzt danach. Ich werde die gleich mal wegschmeißen in den Müll. Es dient der Wissenschaft sozusagen.